das möglich, Ratzig? Diese Bastarde sind kaum eine Meile von der Burg entfernt und doch so dreist. Wir müssen dringend mehr Wachen entsenden. Das würde nichts nützen, Hanusch. Selbst wenn wir 10-mal so viele Männer hätten, könnten wir nicht jeden Stein im Reichsleben umdrehen. Du hast nach mir verlangt, Herr... Tritt ein! Wie kann ich dir das bloß danken, Heinrich? Ohne dich wäre Hans jetzt nicht mehr am Leben. Und dabei hatte ich dich doch eigentlich zur Strafe mitgeschickt. Ich tat bloß meine Pflicht, Herr. Ach bitte, sei nicht so bescheiden. Du hast nicht nur Mut, sondern auch Treue gegenüber deinem Lehnsherrn bewiesen. Dafür nehme ich dich in mein persönliches Gefolge auf. Herr, ich... Hab Dank, Herr. Na dann stoßen wir auf deine Beförderung und Hans schnelle Genesung an. Steh nicht doof rum, Junge, schenk uns ein! Vergib mir die Störung, Herr, aber ich bringe dringende Kunde. Was ist los? Gerade kam ein Stallbursche aus Neuhof. Er sagt, Banditen hätten heute Morgen das Gestüt überfallen. Es gab viele Tote und Verwundete. Kurva! Erzähl genau, was passierte. Ich bin nicht ganz sicher. Der Junge war so verstört, dass er kaum reden konnte. Er sagte, die Banditen hätten aus purer Lust getötet. Es tut mir leid, Herr. Dein Vasall Smil ist tot. Wer hat das getan? Wer war das? Wir wissen es nicht, Herr. Der Junge stammelte die ganze Zeit etwas von einem riesigen Kerl in schwarzer Rüstung, der den Angriff anführte. Nimm so viele Männer, wie du brauchst. Reite nach Neuhof und finde diese verdammten Bastarde. Und bring mir ihre Köpfe. Ja, Herr. Meine Männer stehen dir ebenfalls zu Diensten. Danke, mein Freund. Herr, lass mich mitreiten. Er platzt förmlich vor Kraft und Elan. Der Anführer, das muss derselbe Klotz sein, der mich in Scarlets angriff. Es kann keine 2 Männer im Königreich geben, die so aussehen. Denkst du, er könnte mein Schwert noch haben? Gewiss könnte noch ein Schwertkämpfer nicht schaden, oder, Hauptmann? Ja, wie du befiehlst, mein Herr. Wie schnell kannst du aufbrechen? Sobald die Männer bereit sind. Gut. Warte auf dem Vorplatz auf Heinrich. Und gib ihm ein Pferd. Ein Pferd? Seine Belohnung für Herrn Hans Rettung. Er wird's brauchen. Vielen Dank, Herr. Vielen Dank. Geht schon! Ich will diese dreckigen Hunde so bald wie möglich in den Händen des Henkers sehen! Ich werde dich nicht enttäuschen, Herr.